Möchtest du wissen, was Elster Online ist, was Elster Online genau für dich machen kann und einen allgemeinen Überblick darüber bekommen? Wenn ja, dann bleib drin. In diesem Video zeige ich dir das Schritt für Schritt. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du deine Steuern selbst verwalten möchtest und selbst alles machen möchtest, dann ist Elster Online ein sehr, sehr guter Tipp. Und in diesem Video wollen wir uns mal genauer anschauen, wie eigentlich der ganze Überblick über Elster Online ist. Und um uns das mal genauer anzuschauen, wechseln wir einfach auf elsteronline.de. Elster steht übrigens für elektronische Steuererklärung. Das heißt, hier kannst du alles machen, was irgendwie mit deiner Steuererklärung zu tun hast. Und hier als Untertitel, als Subtitle steht schon, was Elster Online eigentlich ist, und zwar ihr Online-Finanzamt. Das heißt, du kannst bei Elster Online eigentlich all das machen, was du beim Sachbearbeiter physisch vor Ort im Finanzamt auch am Schalter machen kannst. Und das ist der eine Ort, wo alles zusammenläuft. Für dich zusammenlaufen kann. Die wichtigste Einstellung, die machen wir gleich am Anfang, und zwar stellen wir alles um auf den Dark Mode. Ist einfacher zu bedienen, schön, dass das Finanzamt das hinbekommen hat. Und für dich vielleicht wichtig für Elster ist noch, du kannst Elster Online nutzen als Privatperson für deine Einkommensteuererklärung, als Verein, als Kapitalgesellschaft, als Solo-Selbstständiger. Und du kannst all deine steuerlich relevanten Informationen da sortieren, organisieren, absenden, abrufen und so weiter. Das heißt, deine Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, deine Bescheide, du kannst Einsprüche einlegen. All das, was du brauchst, kannst du über Elster Online verwalten. Es gibt eine ganze Reihe an Softwarelösungen da draußen, die du installieren kannst, online, als App und so weiter, für deine privaten Steuererklärungen. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe an Lösungen, um deine Buchhaltung zu machen. Und die haben auch alle eine Elster-Schnittstelle. Diese Software, in denen arbeitest du und überträgst es dann quasi an Elster Online, also das Finanzamt. Du kannst aber auch alles direkt hier machen. Diese Software, die kostet natürlich meistens Geld, ist ehrlicherweise dadurch aber auch ein bisschen nutzerfreundlicher. Und ehrlicherweise, wenn du ein bisschen Ahnung hast und Lust hast, dich da reinzufuchsen, dann kannst du das aber auch alles über Elster Online machen, ist komplett kostenlos. Allerdings musst du da halt wirklich ein bisschen Ahnung haben. Natürlich ist Elster Online auch bequemer, als sich durch physische Papierformulare durchzuquälen. Aber du solltest ein bisschen Verständnis dafür haben. Und aus diesem Grund, damit du dieses Grundverständnis haben kannst und aufbauen kannst, nehmen wir eine ganze Reihe an Videos auf und Tutorials auf für Elster Online. Am besten schaust du da einfach mal vorbei. Ich verlinke dir die Videos einfach mal unten in der Videobeschreibung und verlinke dir auch die Playlist einfach oben rechts hier am Bildschirm. Und dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze aufgebaut ist. Wichtig grundsätzlich bei Elster Online zu verstehen ist, wie der ganze Aufbau ist. Ihr habt links auf der Seite einfach mal das ganze Menü, und zwar einmal mein Elster, mein Benutzerkonto, Formulare und Leistungen, Benutzergruppen und weitere Softwareprodukte. Und dann habt ihr quasi auf der rechten Seite oder in der Mitte des Bildschirms die einzelnen Kacheln. Zum Beispiel neue Formulare. Ihr könnt euch jetzt sofort, weil ich das als letztes gemacht habe, eine Umsatzsteuervoranmeldung sofort anlegen und kann übrigens auch die Daten von der Vorperiode übernehmen. Ergibt jetzt bei einer Umsatzsteuervoranmeldung nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber bei der zweiten Kachel beispielsweise, bei der Einkommensteuererklärung, da könnt ihr einfach die Daten aus dem Vorjahr übernehmen, weil das Kind, was ich letztes Jahr hatte, ist relativ wahrscheinlich, dass ich es dieses Jahr auch noch habe. Hoffentlich. Das heißt, hier könnte ich auch einfach die Daten vom Vorzeitraum einfach übernehmen und dann anpassen. Hier könnte ich mehrere Dinge machen. Man sieht aber auch schon, ich könnte auch so ein Formular wie einen Einspruch einlegen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Umsatzsteuerbescheid bekomme und ich denke mir, oh, da hat das Finanzamt was falsch gemacht, kann ich auch hier über Elster Online einen Einspruch einlegen. Hier sieht man meine Formulare, das heißt, was habe ich eigentlich überhaupt gemacht und kann mir das auch alles für die Vergangenheit noch anschauen. Hier sieht man auch, dass ich über 1000 Formulare schon mal übermittelt habe. Ich war relativ fleißig in der Vergangenheit. Dann habe ich nochmal einen Überblick über alle Formulare. Was aber noch ein wichtiger Punkt ist, ist mein Posteingang. In meinem Posteingang sieht man nämlich all diese Informationen, wenn das Finanzamt etwas bekommen hat. Deswegen ist das auch noch alles ungelesen. Ich habe das jetzt nicht alles einzeln angeklickt, weil ich das in der Überschrift schon sehe. Bestätigung der Übermittlung der zusammenfassenden Meldung für das vierte Quartal 2021. Ich bekomme immer eine Nachricht, wenn das, was ich gesendet habe, tatsächlich auch beim Finanzamt eingegangen ist. Das ist relativ wichtig, wenn es um Fristen geht. Wenn ich unbedingt pünktlich sein will und ich schicke das irgendwie abends um 23 Uhr ab, dann bekomme ich halt um 23:01 Uhr, ich habe das ehrlicherweise nicht genau ausprobiert, bekomme ich direkt sofort die Empfangsbenachrichtigung. Das ist per Post ja manchmal ein bisschen schwierig, aber hier kann ich gesetzlich, rechtlich tatsächlich nachweisen, dass das an das Finanzamt auch nicht nur rausgegangen ist, sondern auch angekommen ist. Gehen wir einmal zurück und schauen uns das an. Hier kann ich außerdem noch Supportanfragen stellen, wenn ich irgendwelche technischen Probleme habe und so weiter, kann ich hier sehen, wie viel ich gesendet habe und die entsprechenden Antworten. Ihr seht,
Bisher hatte ich noch keine Probleme mit Elster Online. Wir können aber auch auf der linken Seite einfach vorgehen und da nochmal alle sehen. Mein Posteingang, meine Formulare, mein Profil. Wir gehen einfach mal auf mein Profil. Hier seht ihr meinen Namen, Steuernummer und so weiter. Ich könnte jetzt aber auch mehrere Steuerprofile anlegen. Das würde zum Beispiel Sinn ergeben, wenn ich noch ein Unternehmen habe oder wenn ich das mit meiner Ehefrau zusammen benutze. Zum Beispiel könnte das Sinn ergeben. Ich kann aber auch mein Profil bearbeiten. Wenn sie zum Beispiel aufgrund des Umzugs meine Steuernummer verändert hat, dann könnte ich das hier ändern. Meine Supportanfragen habe ich eben schon erwähnt. Was zusätzlich interessant ist an Elster Online ist, dass ich auch die Bescheidinformation bekomme. Jeder von euch wird einen Steuerbescheid kennen, wie das aussieht. Kommt so in Papier. Aber ihr könnt die Daten auch hier abrufen. Und zwar immer dann, wenn ihr über Elster Online eure Steuererklärung gemacht habt, bekommt ihr hier auch eure Bescheiddaten. Ich finde das super bequem. Damit habe ich alles an einem Ort, alles bei Elster Online drin und ich kann nicht nur meine Steuererklärung, Empfangsbenachrichtigungen und all sowas einsehen, sondern bekomme auch hier die Informationen zu meinem Steuerbescheid und kann sehen, was das Finanzamt für mich festgesetzt hat und was ich jetzt zahlen muss oder vielleicht erstattet bekomme. Schauen wir einfach mal weiter im Menü. Auf der linken Seite siehst du jetzt noch mein Benutzerkonto. Da kannst du eigentlich alles einstellen, was man bei so einem klassischen Online-Zugang zu irgendeiner Online-Lösung einstellen kann. Passwort einstellen, E-Mail einstellen, allgemeine Einstellungen. Ihr könnt die Benutzergruppen, beispielsweise wenn du deine Ehefrau auch Zugriff darauf geben willst, kannst du das nutzen, kannst Profil anpassen, kannst auch die Art, wie du dich einloggen kannst, kannst du hier ändern oder überarbeiten. Ich benutze persönlich die Zertifikatsdatei. Das ist auch das, was ich empfehle. Das ist im Alltag, im Handling das Einfachste und kannst auch den Account löschen, falls du sagst, ich möchte nicht mehr, dass das Finanzamt das nutzt von mir und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich erstmal unspektakulär. Was tatsächlich für dich als Selbstständiger und generell Steuerpflichtiger super interessant ist, ist der Bereich Formulare und Leistungen. Und das ist auch das, wo ich am meisten draufklicke, muss ich ehrlicherweise sagen. Und zwar kann ich hier einmal auf alle Formulare klicken und dann sehe ich in der Übersicht, was ich eigentlich alles bei Elster Online machen kann. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, Elster Online ist wirklich das absolute Cockpit für alles, was du irgendwie steuerlich als Selbstständiger brauchst. Erster Punkt sind Anträge, Einsprüche und Mitteilungen. Zum Beispiel Einspruch gegen Steuererklärung, wenn du sagst, das Finanzamt hat da was falsch gemacht. Du kannst aber auch deine Bankverbindung ändern, deine Adresse ändern. Du kannst Fristverlängerungsanträge stellen. Du kannst irgendwelche anderen Nachrichten ans Finanzamt schicken und sowas. All das, wo du normalerweise einen Brief ans Finanzamt schicken würdest oder anrufen würdest oder wie auch immer. Also meistens, wenn du anrufst, sagt das Finanzamt anschließend, schick uns einen Brief. Das heißt aber, all das kannst du hier ändern. Du änderst es nicht nur für deinen Elster Online-Zugang, sondern das ist das Portal des Finanzamtes. Wenn du hier deine Adresse änderst, dann ist sie geändert beim Finanzamt. Das erleichtert im Alltag die Arbeit erheblich. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, in dem Punkt, es ist nicht besonders nutzerfreundlich, Elster, gerade wenn man sich durch die Formulare klickt, aber dass es dieses Portal gibt, dass man da alles machen kann, ist echt eine Erleichterung. Ich kann mich noch beruflich daran erinnern, zu einer Zeit, da war das nicht so schön alles einfach an einem Platz und das war immer ein Riesenchaos und mit Elster Online geht tatsächlich vieles einfacher. Für dich als Selbstständiger sind aber nicht alle Punkte interessant. Man sieht das hier auch, Rennwett- und Lotteriesteuer, Lohnsteuer. Das heißt, wenn ihr Arbeitnehmer habt und so weiter, könnt ihr alles darüber machen. Was aber für euch interessant ist, wenn ihr selbstständig seid, ist natürlich der Reiter Einkommensteuer. Du kannst natürlich deine Einkommensteuererklärung hier drüber machen. Du kannst die Anlage EUR, das heißt, deine Gewinnermittlungen kannst du hier drüber machen oder das Formular zumindest anlegen und absenden. Das ist die Anlage EUR, die Einnahmenüberschussrechnung. Du kannst aber auch für die Gewerbesteuer, wenn du gewerbesteuerpflichtig sein solltest, kannst du hier eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Wenn du mehrere Niederlassungen haben solltest, kannst du hier auch die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags erklären. Sollte für dich als Solo-Selbstständiger nicht besonders relevant sein. Könntest du aber machen. Was aber noch ein wichtiger Punkt ist, ist die Umsatzsteuer. Und gerade bei der Umsatzsteuer hat man im Alltag ja irgendwie am meisten zu tun. Monatliche Umsatzsteuervoranmeldung, manchmal auch quartalsweise. Du kannst eine Dauerfristverlängerung machen, musst noch eine Umsatzsteuererklärung machen, einmal im Jahr und all so ein Zeug. Was ganz häufig vergessen wird, ist halt die zusammenfassende Meldung. Und das ist für mich auch immer der größte Schmerzpunkt, weil ganz viele Online-Buchhaltungsprogramme haben die Funktion einfach nicht, dass man eine zusammenfassende Meldung darüber abschicken kann. Über Elster Online geht es alles. Deswegen schau hier unbedingt vorbei. Du kannst eigentlich alles, was du als Selbstständiger brauchst, wenn du so zu 99% der Selbstständigen gehörst, dann wirst du mit Elster Online alles machen können. Wenn du so ganz abgefahrene Sachen hast, vielleicht nicht. Ich persönlich hatte noch nie einen Fall, der nicht auch eine Lösung über Elster Online gefunden hätte. Wenn du das selbst machst, wenn du natürlich einen Steuerberater hast, dann macht der das sowieso alles für dich. Das heißt, du kannst auch bei uns Mandant sein und wir kümmern uns um alles. Aber wenn du selber machen möchtest, kannst du hier alles finden.
Und wenn du gründest, habe ich eine Empfehlung, und zwar ernsthaft, wenn du vorhast zu gründen, dann würde ich dir empfehlen, besorg dir als erstes einen Elster Online-Zugriff. Und zwar kannst du diese ganze steuerliche Registrierung, also die Beantragung der Steuernummer und wo all die Sachen noch dranhängen, ob du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bekommst, ob du Soll- oder Ist-Versteuerung machst, ob du Kleinunternehmer bist, all diese Dinge kannst du hier über Elster Online beantragen. Deswegen das allererste würde ich dir tatsächlich empfehlen, besorg dir Elster Online und dann kannst du hier diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen ausfüllen. Gibt es auch noch für andere Rechtsformen, das heißt auch, wenn du was anderes gründest, ist Elster Online auch das Richtige. Die meisten Zuschauer sind Einzelunternehmen, das heißt, ihr findet hier den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und könnt euch hier steuerlich registrieren. Gehen wir noch einmal zurück zu Formulare und Leistungen. Was ich nämlich noch ganz interessant und erwähnenswert finde, wie gesagt, man kann auch Bescheinigungen verwalten und so weiter. Das Ganze hat viele Funktionen. Ich gehe hier in diesem Video wirklich nur auf die wichtigsten Dinge ein. Ich kenne es aus meiner Erfahrung, gerade wenn ich sehr, sehr schnell bin mit meiner Steuererklärung beispielsweise, dass ich manchmal ein Formular nicht finde. Und das ärgert mich dann, weil irgendwie Elster Online hat so viele Funktionen, ist jetzt nicht so super übersichtlich und manchmal frage ich mich, ob ich einfach nur zu blind bin, das richtige Formular zu finden oder ob es das nicht gibt. Und da ist der Punkt Bereitstellungstermine tatsächlich relativ interessant, weil natürlich nicht jedes Formular für die Zukunft und auch aktuell und so weiter schon immer da ist. Wir schauen uns zum Beispiel mal die Gewerbesteuererklärung für 2021. Das Formular wird es erst ab dem 30.03.2022 geben. Wenn ich jetzt einfach sehr, sehr schnell bin und meine Gewerbesteuererklärung schon machen will, muss ich warten bis zum 30.03. und dann wird das Formular da sein. Diese Übersicht finde ich tatsächlich in der Praxis auch ganz interessant und beruhigt mich dann, dass ich dann doch nicht zu blind war, sondern dass es einfach noch nicht da ist. Und dann weiß ich, ab wann ich damit rechnen kann und ab wann ich zum Beispiel jetzt die Gewerbesteuererklärung einplanen kann. Ansonsten, nächster Punkt, wenn wir im Menü mal schauen, sind die Benutzergruppen. Das ist jetzt für euch, dich wahrscheinlich nicht so richtig interessant. Das ist außer ihr seid jetzt Steuerberatung oder Verein oder wie auch immer. Alles interessant, eventuell, wenn ihr zu diesen Spezialgruppen gehört. Wenn nicht, kann man das überspringen. Es gibt aber noch einen interessanten Punkt, das finde ich eigentlich echt schön gelöst. Und zwar, wenn ihr sagt, Elster Online, irgendwie nicht so nutzerfreundlich, ich würde gerne eine richtige Software haben, die ich auch installieren kann und so weiter. Dann gibt es hier jetzt Möglichkeiten, dass ihr oder du für dich die richtige Software findest. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, erstmal dein Betriebssystem auswählen. Ich nutze zum Beispiel Windows-Rechner, wie man sieht, und kann hier jetzt sagen, was brauche ich denn genau, also welche Funktionen brauche ich denn in der Software und kann hier jetzt einfach ein paar Dinge ankreuzen und dann zeigt er mir hier unten eine Liste von Softwarelösungen, die quasi eine Elster-Anbindung haben. Das heißt, ich kann in diesen Buchhaltungen meine ganze Arbeit machen und dann kann das in der Software das jeweils übertragen. Und das finde ich echt eine schöne Lösung, gerade wenn man sagt, mit Elster Online werde ich nicht so richtig warm. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ganz vollständig ist die Liste nicht. Es ist jetzt nicht jede Steuerbuchhaltungssoftware, die es gibt, aufgelistet. Aber ich finde das ganz schön, dass hier so eine Art Empfehlung vom Finanzamt tatsächlich gegeben ist und ihr so, wenn ihr mit Elster Online nicht klarkommt, aber auch eine Alternativlösung finden könnt. Ich hoffe, mit diesem Video hast du einen guten Überblick darüber bekommen, was Elster Online eigentlich alles kann und wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich hoffe, du kannst jetzt entscheiden, ob du das selbst machen willst oder lieber abgeben willst. Wenn du deine Steuern selbst machen willst, ist Elster Online meiner Meinung nach eine echt gute Empfehlung. Und wenn du alles abgeben willst, sind wir meiner Meinung nach eine echt gute Empfehlung. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und wenn du mit dem ganzen Steuerkram nichts zu tun haben willst, dann schau dir noch mal unser Angebot an. Ich verlinke dir alle Infos mal hier. Ansonsten schau aber auch gerne in unserer Online-Community vorbei. Da kannst du auch gerne alle Fragen zu Elster Online stellen. Wie du dich genau anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau dir unsere weiteren Videos an, vor allem zu Elster Online und wie du was benutzen kannst. Die nächsten Videos findest du dazu hier. Und um uns das. Nee, das sage ich anders.